بسم الله الرحمن الرحيم. أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، ترفع راية السنة. Was sagen wir, was erklären wir, was praktizieren wir? Wie sollten wir sein? Damit alle Leute das verstehen. Weil man unsere Da'wa in Dreck ziehen will. Und manche von Nicht-Muslimen und andere von Muslimen, die ihre Religion nicht verstanden haben, die greifen diese Da'wa an, die greifen diesen Aufruf an und die fangen an, Lügen zu verbreiten. Damit dies klargestellt wird, Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan. Unsere Da'wa ist eine klare Da'wa. Da'wa bedeutet aufrufen, aufklären. Das wird unsere Arbeit, unsere Aufklärungsarbeit, unsere Da'wa-Arbeit hat klare Eigenschaften und hat klare Säulen. Und keiner kann uns sagen, dass wir dabei etwas Schlechtes meinen oder wollen. Unsere Da'wa ist ein Da'wa zum Islam. Ein Muslim bekennt sich zum Islam durch Shahada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ein Muslim betet, fastet, gibt Zakat und ein Muslim pilgert. Ein Muslim sagt die Wahrheit, versucht nicht zu lügen, versucht keine schlechten Taten zu begehen, versucht Allah allein und einzig anzubeten, weil er weiß, Allah sieht uns und weiß, was wir tun. Das ist unsere Da'wa. Wir rufen zum Islam. Wir sind weder Partei noch Gruppierung. Wir haben weder Netzwerk noch Vereinigung. Wir sind keine Sekte, und wir sind, barakallahu fikum, keine sozusagen Richtung, sondern wir wollen den Islam, wie Allah subhanahu wa ta'ala den Islam herabgesandt, wie Allah subhanahu wa ta'ala uns das gegeben, praktizieren. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns erklärt hat. Und wir reden über unser Gebet. Wie betet man? Wir wollen lernen, wie Allah das im Koran beschrieben hat und wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns das beschrieben hat. Und wir versuchen das zu praktizieren. Und wir nehmen dieses Wissen durch Koran und Sunna. Aber wer hat uns Koran und Sunna überliefert? Wer hat uns Koran und Sunna übertragen? Die waren die Gefährten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das bedeutet, die Leute, die mit ihm waren, seine Schüler. Und diese Schüler haben dieses Wissen weitergegeben an ihre Schüler und die Schüler an Schüler. Und diese Schüler, die sind die Sahaba, die Gefährten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir wollen die Religion wie diese Leute verstehen. Wir wollen diese Religion so praktizieren wie die großen Gelehrten des Islam. Ist das falsch? Ich stelle diese Frage erstmal den Muslimen. Ist das falsch, dass wir sagen, diejenigen, die uns den Koran überliefert haben, und wir haben das hundertprozentig von ihnen übernommen, wir wollen auch die Praktizierung der Religion von ihnen übernehmen. Ist das falsch? Ist es falsch, dass wir sagen, wir wollen unsere Religion, wir wollen unser Gebet oder unser Fasten oder Pilgern und so weiter, wie die besten Generationen praktizieren? Und die sind die drei Generationen, die sind As-Salaf As-Salih. Wenn ein Christ heute sagt, ich möchte wie Paulus leben oder wie Johannes oder Markus oder Lukas oder wie diese Heiligen, die nennen sich Heilige, die nennen diese Leute Heiligen. Wir wollen so sein, keiner sagt ihnen was. Aber wenn wir sagen, wir wollen den Islam, wie diejenigen, die uns den Islam übermittelt haben, praktizieren, sagt man, oh, die sind streng und die sind extrem. Natürlich, man wird von uns so reden. Warum? Weil manche Leute Arbeit brauchen. Und wenn sie keinen Sündenbock haben, wenn sie keinen Prügelknabe haben, wenn sie keinen haben, die schieben ihre Lasten auf ihn, dann haben sie kein Brot mehr, dann haben sie keine Arbeit mehr. Und deshalb, barakallahu fikum, aufpassen. Da muss man wissen, was unsere Da'wa ist. Wir wollen, dass unsere Kinder kein Drogen nehmen.
Wir wollen, dass unsere Kinder Respekt zeigen, dass sie nicht lügen, dass sie nicht kriminell werden. Wir wollen, dass die Kinder gut zu ihren Eltern sind. Wir wollen, dass die Eltern ihre Kinder nicht missbrauchen. Wir wollen nicht, dass wir hören, ein Vater hat sein Kind getötet oder eine Mutter hat ihr Kind getötet, weil sie keine Kinder haben will. Wir möchten, dass wir im Frieden mit den anderen leben. Und wir rufen zu Frieden. Das bedeutet, wir rufen zum Frieden auf. Und deutlicher können wir nicht sagen. Wir wollen hier weder Terrorismus noch Gewalt. Wir wollen hier weder Deutschland islamisieren, noch die Scharia bei Frau Dr. Merkel zu praktizieren. Wir wollen sowas nicht. Wir wollen hier nur unsere Religion pflegen. Wir wollen unsere Religion pflegen und wir wollen im Frieden hier leben. Ist das falsch, dass wir sagen, Respekt zu zeigen und keine Kriminalität haben? Ist das falsch, dass wir sagen, wir wollen unsere Religion pflegen? Ist das falsch, dass wir sagen, wir wollen vernünftige Menschen sein, die behilflich sind und die den anderen helfen und wir wollen selbstständig sein? Ist das alles falsch? Aber warum dieser Angriff? Weil die Leute den Islam annehmen. Das ist nicht in meiner Hand, dass die Leute den Islam annehmen. Die Leute werden den Islam immer annehmen und die werden mehr und mehr. Das ist eine Tatsache. Keiner kann das verhindern, weil die Leute nach der Wahrheit suchen und sie finden die Wahrheit im Islam. Das ist nicht in meiner Hand. Das ist nicht unsere Dauer ist, zu zeigen, das ist richtig, das ist falsch. Wir wissen, es gibt andere, die auch anders glauben. Die sollen ihren Glauben haben. Wir haben keinen gezwungen, seinen Glauben zu wechseln. Wir haben keinen sozusagen gezwungen, unseren Glauben anzunehmen. Wir sind gegen Zwang in der Religion und gegen Zwang in der Heirat. Und wir wollen, dass die Leute endlich begreifen, Tradition hat mit der Religion nichts zu tun. Es gibt bestimmte Sitten und bestimmte Traditionen, was mit dem Islam nicht so vereinbaren ist. Wir wollen, dass man endlich begreift. Wir wollen hier Gutes haben. Wir sind weder Partei noch eine Gruppierung. Wir sind weder Sekte noch eine neue Religion. Wir sind Muslime. Wir sind Muslime. Und wir wollen nur den Islam praktizieren. Und wenn man uns sagt, es gibt Religionsfreiheit, dann sollte man uns das geben. Aber wenn man das sagt, und dann lügt man, wal'iyadu billah, und da gibt man geheim Informationen, dann verkauft man das an die Presse, ist das Skandal erster Grad. Aber weil du Muslim heißt und weil du Bart hast, dann können sie mit dir alles tun. Aber es gibt immer vernünftige Menschen. Und meine Wörter gehen an diese vernünftigen Menschen. Wacht auf! Wacht auf und bitte lernt über Islam. Fragt die Muslime über ihre Religion. Und der Islam ist nicht mit einem Land verbunden. Der Islam ist weder türkisch noch arabisch. Der Islam ist weder europäisch noch amerikanisch. Der Islam ist der Islam. Und es gibt einen einzigen Islam. Das ist, was im Koran steht und was der Prophet uns erklärt hat, was authentisch ist von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist unsere Dawa. Unsere Dawa ist, dass wir gute Menschen werden, dass wir unsere Kinder gut erziehen und dass wir zu allen Leuten gut werden, auch zu Tieren, auch zur Natur, dass wir Barmherzigkeit haben und wir arbeiten an uns selbst und wir wollen unsere Fehler beseitigen, bevor wir die anderen kritisieren. Für den Dialog sind wir immer bereit. Und wenn man auch uns kritisiert, nehmen wir an, aber wir können mindestens uns verteidigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime überall segnen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala alle Leute, die frei sind, Rechtleitung geben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Das ist unsere Da'wah und das ist unser Aufruf zum Islam. أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة ترفع راية